Ja, schön hier zu sein, liebes Sinzig. Ja, danke schön. Wir sind Marco Isermann und Luc Roth und am Cajon haben wir Jan Stommel dabei. Wen das interessiert. Ja, das Cajon ist ein wunderschönes Musikinstrument. Das ist diese kleine Kiste hier und die wird gleich klingen wie ein volles Schlagzeug. Sieht alles so ein bisschen aus wie Flohzirkus. Ist auch zum Teil Flohzirkus, ne, Jan? So, war das unser Soundcheck? Ja. Okay, dann geht's los. Ein Leben ohne Teleprompter. Leben ohne Teleprompter, ohne Navigationssystem. Also ein bisschen gelogen, wir sind natürlich im Navigationssystem hingekommen. Wir kommen eigentlich aus Köln, Leverkusen, die Ecke. Und wir freuen uns, dass hier das Wetter besser ist als in Köln. Ne? Wo ist denn Köln, Leverkusen? Naja, ich meine, das ist so die Schnittstelle, oder? Achso, ich dachte, Leverkusen ist ein Stadtteil von Köln. Nein, das ist eigentlich umgekehrt. Köln wurde noch nicht eingemeindet, weil die den Dom haben. Ich dachte, Leverkusen ist Düsseldorf Süd. Okay, letztes Jahr war ich auch schon hier, es war mir eine Freude. Und dieses Jahr habe ich gedacht, wenn es so kalt ist, bringe ich mir zwei Mitmusikanten mit. Und ich hoffe, euch gefällt's. Tu, was du nicht lassen kannst, einen besseren als mich, bekommst du sowieso nicht. Jetzt wisst ihr es, liebe Sinziger. Dankeschön. Ich weiß nicht, habt ihr ein Kunstmuseum hier in Linzig? Schlossmuseum oder so? Schlossmuseum. Gibt es auch moderne Kunst? Nö. Ihr habt ein Glück. Das nächste Lied ist nicht gegen moderne Kunst generell, sondern gegen Kunst, wo die Idee wichtiger ist als das Produkt. Das Lied heißt, sollen wir warten, bis die Blaskapelle weitergegangen ist oder hört sich das gut an zu unserer Musik? Ist auch schön mit Bläsersatz zu spielen. Sabinchen war ein Frauenzimmer, gar hold und tugendhaft. Kann den Text nicht. Sie lebte redlich immer bei ihrer Dienstherrschaft. Okay, ist auch schon die Frauen und Miro. Die Frauen und Miro, oh oh oh. Die Frauen und Miro, oh oh oh. Aber in der Küche oder im Büro. Miro, es ist einfach so. Once again. Ihr dürft mitsingen, wenn ihr wollt. Frauen und Miro, oh oh oh. Die Frauen und Miro, oh oh oh. Ob in der Küche oder im Büro. Miro, es ist einfach so. Die Frauen und Miro. Ja, unsere Musik ist quasi ein Protest gegen den Regen und wir hoffen, wir gewinnen den Kampf. Damit ihr, liebe Sinziger, noch mal ein bisschen Spaß habt mit eurer mit eurem verkaufsoffenen Sonntag. Und wir nicht gleich im Eiskaffee verschwinden. Das sieht nämlich sehr verführerisch aus. Ja, die meisten von euch haben Kinder, wie man sieht. Und ja, es gibt natürlich Ansprüche an Kinder. Heute in unserer Leistungsgesellschaft muss jedes Kind mit 5 einen eigenen PC haben und mit 3 rechnen und schreiben können. Und spätestens mit 9 auf der Bühne von Supertalent stehen, um die Kohle reinzuholen, die die Eltern nicht haben. Das nächste Lied heißt Talentfrei. Das nächste Lied ist eine Ballade. Und sie ist natürlich kontradiktorisch zu dem, was da drüben passiert. Sie heißt Wie laut du schweigst. Und vielleicht habt ihr Lust darauf. Okay. Normalerweise sind wir zu Hause. Das ist aber nicht schlimm, weil ihr könnt auch unsere CD kaufen. Die kostet 8 Euro und ist super. Und ihr habt ein Andenken an uns. Wir haben ja sowieso ein Andenken an euch. Und was wir da zu Hause machen, verraten wir im nächsten Lied. Das heißt Hausmann. Und wir sind lauter als die da drüben, keine Angst. Jawohl. 1, 2, 3. Jetzt kommt der sozialkritische Teil. Gut aufpassen. Alle reden nur von Gewinnmaximierung, jeder Metzger und selbst die Regierung. Ich meine, sind wir Sklaven des Systems. Naja, ihr habt aber kein. Habt ihr viel Chemie hier in Sinzig? Ein Wasser, ne? Leckeres Wasser aus Sinzig. Aber wir haben in Leverkusen ein Chemiewerk und wir wissen, was die heimlich machen. Die klonen. Aber
Das finden wir gar nicht schlimm, weil manche Leute sind so toll, die sollte man einfach klonen, ne, Luc? Ja, genau, so wie dich zum Beispiel. Du wärst auch ein Kandidat auf meiner Liste, die nicht so kurz ist, aber... Und Jan natürlich auch. Jan würde ich zweimal klonen. One, two, you know what to do. Swing time. Und jetzt könnt ihr ein bisschen mitwippen so. Lass die mal spielen, wir haben so viel zu tun. Wir müssen einkaufen, 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 einkaufen. Gehört drüben, gibt's noch eine bessere Welt. Eiskaffee über Wasser, find ich gut. Wir machen noch Werbejingles gegen einen Aufpreis von 50 Cent pro CD. Wir spielen übrigens gleich hier in die Straße rein Richtung Kirchplatz und da könnt ihr alle eure Hits einfordern, die ihr jetzt nicht gehört habt. Und wie gesagt, wer keine Zeit hat, wir haben Tonträger dabei. Also Yoko Ono hat immer noch ein beneidenswertes Bankkonto. Und wir bedauern die Zeit, als wir noch nicht geboren waren, als es noch hieß, Mixer ist egal, wie wir klingen, Hauptsache wir machen Rock'n'Roll. Oh, das nächste Lied heißt, als die Beatles noch zusammen waren und ich hoffe, ihr findet es gut. Wir finden es gut. Luc, oder? Ist egal, Luc kann auch beim Spielen stimmen. Sinzi, seid ihr bereit für eine Ballade, die ans Herz geht? Sind sich ja doch harte Menschen. Dabei ist es so eine schöne Stadt. Hänschen klein ging allein in die Sinziger Stadt hinein. Stock und Hut steht ihm gut, man fühlt sich wohl und gemut. Aber Mutter weinet sehr, hat ja nun kein Hänschen mehr. Da besinnt sich das Kind und kehrt heimgeschwind. Wir bleiben aber noch ein bisschen, das Schicksal ist kleinbürgerlich. Sind sich! Das Schicksal ist kleinbürgerlich und schnell. Wo waren wir stehen geblieben? Der Strom war kurz weg. Ach ja. Das Schicksal ist kleinbürgerlich und schnell ist dich. Also wenn Sie... Nehmen Sie doch einfach zwei, dann haben Sie eine mehr. Vielen Dank. Sie sehen, so einfach ist das. Die Leute, die es verlernt haben, weil sie immer nur, weil sie nur bei Amazon bestellen. Also man kann ganz normal dann Geld aus der Geldbörse nehmen. Ich bin immer ein Plattenmillionär. Wollt ihr noch ein Lied von uns hören? Dankeschön. Sinzig ist dort Mittag gut gefüllt. Die Damen und Herren sind abgefüllt. Sie scheinen sich prächtig zu amüsieren und sich für uns zu interessieren. Wahrscheinlich ist es draußen viel zu kalt oder irgendjemand hat dafür bezahlt, dass die Straßen heute voll sind in dieser Stadt. Schlimmstenfalls findet eine Nazi-Kundgebung statt. Der Veranstalter sagt, ist doch egal, die Stadt ist voll. Doch ich glaube nicht mehr an Rock'n'Roll. Holt mir mein Pferd, es ist mein Abschiedskonzert. Ich schieß noch schnell die Lichter und reite dann nach Haus. Ich reite einsam in den Sonnenuntergang, nur mit Luc und Jan und meinem Gesang. Meine Lieder brauchen eure Liebe nicht, sie brauchen kein Geklapper und kein Kneipenlicht. Ich schieße schnell die Lichter aus und reite dann nach Haus. Wir sind fertig. Wir hatten sehr viele Menschen. Sinzig hat getobt. Ja, die Kälte und Cajon hinterlässt Spuren. Das wird mich jetzt noch ein paar Wochen verfolgen.
Alles nur für euch. Wir haben Sinzig, glaube ich, gerockt. Ja, jetzt gegen Ende auf jeden Fall. Ihr wisst Bescheid.